Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren DD2-Video. Wir sind mal wieder als Fahrdienstleiter unterwegs und ich dachte, ich mache heute mal die kleine Station Skase. Habe ich garantiert falsch ausgesprochen, aber das machen wir heute mal. Das ist hier eingleisig auf beiden Seiten und in echt gibt es eine Station nicht mehr, die ist unter Wasser. Details dazu werde ich euch dann später gerade noch erzählen. Das da oben ist unsere Hütte. Ich zeige euch mal, wie die aussieht. Klein, aber fein. Und das ist nicht unser Pult. Das ist da als Asset hier drin. Da haben wir unsere Radios hier drin. Schöne Aussicht hier auf dem Bahnhof und auf der linken Seite raus zu der Brücke. Da steht auch ein Kollege da hinten. Werden wir uns dann gleich mal ansehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal den Bahnhof an. Damit wir wissen, mit was wir es hier zu tun haben. Also für mich ist er nicht neu. Ich habe den schon ein, zweimal gemacht. Zwei Stumpfgleise, hier geht's raus. Besonderheit an dem Bauernhof ist, ihr seht es auch schon am Stellwerk, also am Pullbild, dass wir hier Gleise haben, die sind gesperrt. Das wäre einmal hier das Äußerste. Und das hier. Hier ist nichts mehr mit reinfahren. Da hätte es sogar bei dem hier noch eine Oberleitung. Aber da hinten sind Jungs. Die sind gerade fleißig dabei, hier die Gleise wegzunehmen. Vielleicht gab es sogar mal mehr. Ich mache jetzt auch da hinten die Maschine. Sind auch die Signale aus. Weil die hier irgendwo sind die. Na, da hinten sind sie. Ja. Nehmen wir hier schon die Dinger raus. Ist ein bisschen nervig, dass das halt die ganze Zeit abgeht, aber von unseren Posten her werden wir es dann eh nicht mehr. Da fehlen auch die ganzen Gleise. Da waren sie schon fleißig und wären auch da hinten reingegangen. Mal schauen, ob wir da hinten noch irgendwie was Interessantes finden. Das Signal. U? C? Moment, habe ich U eigentlich noch bei mir? Wo ich da hinter der Toranzeige? Ja, ist noch da. Kurz bei dir hier reingucken. SPU, alles klar. Da sind die Gleise wieder. Und da geht es dann auf die andere Seite raus. Ja, übersichtlich. Ich würde sagen, wir gehen mal eher auf die andere Seite oder schauen uns mal den Bahnhof so allgemein noch mal kurz an. Ob wir da was Spannendes entdecken. Also ich spiele das jetzt Ganze live. Also ja, live. Aber auf dem PL1 Server. Aber jetzt ohne Livestream, sondern ein bisschen so für mich und nehmt es halt auf. Und in den Momenten, wo halt nichts los ist, gibt es für euch einen Cut, dass ihr da nicht so lange warten müsst. Das ist immer ein bisschen der Nachteil, wenn man Stellwerken tut und Livestream tut, dann gibt es halt eine sehr lange Trockenzeit teilweise, wo halt einfach nichts los ist. Also der nächste soll um 16:27 kommen. So, ein bisschen verwittert. Hier hinten ist nicht sehr viel Spannendes. Da ist das kleine Dorf hier. Und da geht es halt auf den Bären drüber. Also Vorsicht. Da fahren Züge. Und neben dem Bären gibt es noch den da. Ja, ich glaube, geht das Bären durch. Aber ja, man könnte auch hier noch reinfahren. Aber hier hat es keine Oberleitung. Da muss man aufpassen. Hier hinten. Was auch noch ein Gleis, kann man irgendwie dieseltechnisches was hier abstellen, wenn man irgendwie Spaß dran hat. Auch hier. Ja, und der Perron, was machst du da eigentlich? Bei dir alles okay? Was siehst du da hinten? Ist das ein Secret? Mal kurz schauen. Wäre irgendwie witzig, wenn da irgendwie ein Secret wäre. Nee. Nee, sieht zumindest schon nichts. Okay, gehen wir auf die andere Seite. Mal über die Brücke drüber. Kann sich nur um Stunden handeln, bis wir da sind. Ich will Supersprint haben. Ich hoffe, ich kann einfach drüber gehen. Aber ich denke mal schon. So. Dartfunst. Hm.
Da waren sie aber sparsam mit dem Dekorieren. Okay, weiter nach hinten. Was macht ihr da? Ah, es ist die Speedcam hier. willkommen ins Komitee hier. Alles klar. Cool. Was haben wir hier hinten Spannendes? Da ist Rangierende. Und das Einfahrsignal. Ey, da geht ja jemand rum. Lass uns da mal kurz hingehen. Komm, lauf schneller. Ja, was ist das hier? Geländer jetzt nix. Alles klar. Moin. So, mit dem Zug mitfahren. Muss ein bisschen weiter nach hinten gehen. Okay, gehen wir mal zum zweiten Spawn. Das ist hier bei dem Bahnübergang. Da ist auch die Anmeldung 440. Da kommt der nächste Bahnübergang da unten. Das kleine Häuschen. Und hier, wenn wir den wollten, könnten wir diesen Bahnübergang hier steuern. Das werde ich aber nicht machen. Macht eigentlich der Traktor da einfach so? Okay. Ein Army Muscle Car. Ich habe hier so das Modell noch nie gesehen. Okay. Jo, also da machen wir irgendwie höchstens schöne Screenshots, wenn jemand in den Zug reinkommt. Stellen wir uns mal dahin. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob der Bahnübergang jetzt zu meiner linken ist oder zu meiner rechten. Also gesehen vom Bahnhof. Ich werde mit dem ersten Zug gerade mal testen. So, ja, dann gehen wir mal wieder unser Häuschen. Möchte ich in dem Häuschen drin bleiben oder eher unten auf dem Bahnsteig? Ah, ich glaube, den ersten Zug mache ich mal hier oben und dann gehen wir mal runter. Gibt es ja sonst auch nichts Interessantes zu sehen, außer dass wir hier die ganzen Übergänge zurücksetzen können. Hier fehlt definitiv eine Kaffeemaschine. Jo, Kaffeemaschine braucht sie. Geht ja mal gar nicht. Gut. Ja, also für euch gibt es jetzt erstmal einen kleinen Cut, bis was los ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist ja auch noch ein Fahrplan dazukommen. Wobei, einer ist jetzt wieder offline, das ist jetzt technisch gesehen wieder 2. Naja, mal sehen. Bis gleich, liebe Leute. So, liebe Leute, es geht weiter. Er hat angefragt, ob für 14.12 frei ist. Und das sagen wir ihm, ist free. Also seht es gerade nicht, ich mache das in SWDR. Hoffentlich aber jetzt die... Ja, Mikrofon ist wieder an. Gott sei Dank. Das heißt, jeden Moment sollte die Anfrage kommen und zwar von SU. Also geht's SU. SU ist bei mir... Wo ist bei mir SU? Das ist SCY. Ah, rechte Seite. Kommt von rechts. Sehr gut. Stellen wir das gerade mal woanders hin. Perfekt. Hat momentan die Verspätung von 3 Minuten. Nein! Jetzt ist gerade der Fahrplan gelöscht worden. Was ist jetzt? Cancelled, derailed. Oh, schade. Jetzt hätte ich mich so gefreut, dass ich jetzt endlich mal einen Zug habe. Und dann wird er gelöscht. Mann, ey. Also, ich bin jetzt eine halbe Stunde hier drin und kein einziger Zug. Ich habe sogar beides Bahns offen. Den Triebwagen sowie TOW, also Güterzug. Das muss aber Dieselgüterzug sein, das Band nämlich da hinten. Ohne Oberleitung. Und es ist einfach nichts los. Das wird der Nachteil am Eingleisigen. Und der nächste. 17.25. Ey, das ist schlimm. Und der nächste entgleist. Es ist halt jetzt erstmal 16.30. Es ist doof. Ja, gut. Dann
würde ich sagen, gibt es für euch noch einen Cut, bis ja, Zug kommt oder hier einer spawnt und dann schauen wir weiter. Also, bis gleich. So, endlich kommt mal wieder Bewegung rein. Es ist echt viel Zeit vergangen. Ich werde angefragt für 62102. Der 62102 hat geplante Ankunft hier um 7:20 Uhr, ist ein MPE. Und also mal schauen. Das soll hier eigentlich gerade direkt durchfahren und muss dann nach Grabo. Was jeden Moment klingt. Oh scheiße, was ist jetzt los? Ah, okay. Putz. Sehr gut. Dann kriegst du von mir schon mal die Einfahrt. Einmal da. Und einmal da. Und ich werde schon mal kurz den Text vorbereiten für das nächste Stellwerk. Das wäre dann Charmin. MG 62102. 62102, okay. Charmin. Wo ist Charmin? Nächstes Mal werde ich für euch den SWDR einblenden. Und wir stellen uns dann mal hier hin, damit wir den Zug auch beobachten können. Aber ich sag, wir haben noch ein bisschen Vorlaufzeit, bis der da ist. Und der darf ja eh auch nicht so schnell hier reinfahren. Gut. Ein bisschen traurig war es, dass halt kein einziger gespawnt ist bis jetzt. Also ich habe beide Spawns offen, Theorie, ECT. Aber ja, irgendwie will keiner. Ich glaube, ich werde dann das Stellwerk wechseln. Oder werde ich bei anderen ein bisschen FDL machen. Schade, schade, schade. Da war eigentlich eine Blumen schön gewesen hier drin. Ah, ja. Gut, werden wir da eigentlich warten? Kann ich euch mal schnell was zeigen, wenn ich es dann jetzt finden würde. Wo habe ich das? Ach da. Okay. Da ist die Info. Ich hätte das gerne in Deutsch. Okay, ich lese euch mal ganz kurz vor, was in der Info zur Skase so drin steht. Skase war bis 2014 der letzte von drei Zwischenbahnhöfen des LK 97 auf dem Abschnitt Calvaria Cebu irgendwas nach Beskitz irgendwas. War auch der größte dieser Bahnhöfe in der Vergangenheit, diente als Knotenpunkt. Hier zweigte eine kurze 70 Kilometer lange Strecke nach Wadowice ab, die 1988 wegen des Baus eines Stausees ins Wiener Poreba stillgelegt wurde. Die Bauarbeiten hatten mehr als 20 Jahre gedauert und die nächste Etappe war die Stilllegung des Bahnhofs in Skase. Die Bahnlinie wurde an einen anderen Ort verlegt, an dem sich der Bahnhof nicht mehr befand. Das Gelände des heutigen Bahnhofs wurde 2014 überflutet. Der Bahnhof verfügt über 5 Hauptgleise, von denen 3 eine Verlängerung in Richtung Sucher hatten. Sie waren mit Schildersemaphoren versehen, dadurch konnte ziemlich lange Güterzüge mit einer Länge von bis zu 540 Metern aufnehmen. 2 Bahnsteige mit insgesamt 3 Kanten, also beziehungsweise Perrons hier, wurden für den Personenverkehr genutzt. Das Bahnhofsgebäude, das jahrelang verlassen und geschlossen war, wurde schließlich im April 2012 abgerissen. Soweit mal die Info. Schauen wir schnell ins Stellpult. Ist der... Nein, der ist noch nicht über das Ausfahrsignal drüber. Jetzt ist er drüber. Und Durchfahrt um 25 in 5 Minuten. Ich frage dann schon mal Charmin an. Charmin, da bist du. 62102. Oder soll ich noch einen kleinen Moment warten? Schau jetzt, wo ich nicht, bis ich einen ganz kleinen Moment warte. Aber wenigstens hat er gefragt, ob denn frei ist. Und dann ist die Frage, wo dieser Posten hier ist. Bist du
Einfahrt oder Ausfahrt? Also rechts oder links bei mir? Ich werde mich hier hinstellen. Schauen, aber dann kommt. Ist ein geiler Fotospot hier. Oh, du, ja, 5 Minuten. Oder soll ich anfragen, wenn er im Bauernhof ist? Ich bin mir nicht sicher. Oh, 40. Kilometer 40. Kann schon sein, dass der Bauernhof da hinten irgendwo ist. Müsste ich mal ablaufen. Anfragen, Anfragen, Anfragen. Was soll ich machen? Ah, ab die Post. Ich hab Charmin jetzt mal angefragt. Schauen, ob ich blocken darf. Keine Antwort. Steht eigentlich hier nur irgendwie was Interessantes rum? Nö. Ah, oh, dieses Modell ist schon dezent billig. Vermutlich einmal so ein 3D-Scan und dann haben wir es halt eingefügt. Naja, unser Schwerpunkt sind die Züge. Die müssen gut aussehen. An was stecke ich? So. Charmin hat noch nicht geantwortet. Das ist die Frage, Charmin, was bist denn du für Level? Level 13. Und von dir erwarte ich eigentlich schon, dass du antwortest. Wäre sonst ein bisschen blöd für unseren Fahrer, wenn er bremsen muss, aber dann ist wie es ist. Oh, ich sehe gerade in OBS 1,5 Stunden nehme ich schon auf, aber effektiv quatscht, also mit euch, sind es erst 17 Minuten. Weil einfach nichts passiert ist. So eine Netflix-Station. Kannst ein bisschen Serien gucken. Aber gut, dass ich das nicht im Livestream. Ja, wobei im Livestream hätte ich vermutlich ein paar Fahrpläne gekriegt, weil dann ihr reinkommen werdet und dann losgefahren. Charmin, möchtest du mal was sagen? Das ist schon nervig. Du leuchtest gar nicht. Oh, das hätte ich jetzt fast falschen Chat geschrieben. So, da ist er ja. Mal schauen, ob er jetzt gleich von da kommt oder nicht. Irgendwann wieder hier vorbeikommen. Man hört ihn halt auch nicht. Schauen wir mal kurz auf das Stellpult. Beziehungsweise ich mache mir das mal schnell auf einen anderen Monitor. Schon langsam. Also wenn er dann 40 fährt, dann ist es ziemlich sicher da hinten. Oh, ich habe was. Jetzt wird aber zurückgeschrieben. Oh nee. Ist frei. Geil. Charmin PG. Ist drin.
Anfrage steht. Interessant, das klingelt jetzt gar nicht. Oh, nimm an. Ja, er hat angenommen. Das heißt, Ausfahrt für den Typen. Geil. Bis der Zug jetzt. Wir sagen schon mal Exit gewählt. Mal kurz nachkommen, wie der so wirklich hier nicht hält. Nee. Also wenn er da beim Bahnhof gleich mal auftaucht, dann wissen wir, dass wir hier auf der linken Seite sind. Da ist er! Wir sind also auf der rechten Seite. Nice. Der Junge fährt zu schnell. Oder auch nicht mehr? Okay. Dezent leise. Ah, jetzt hat man da langsam was. Ich glaube, ich muss das dann mal ein bisschen pushen. Im Edit. Okay, immer schlauer. Oh, und hier ist wieder Klickkonzert. Nee, das gebe ich mir nicht. So, ich würde sagen. Jetzt sehe ich ihn auch auf dem Stellpult. Wir gehen hier hin. Wenn er dann jetzt hier gleich auftaucht. Kurz in OBS schauen. OBS ist noch alles in Ordnung. Sehr gut. Oh, ich meine diese Raser. Du, 44 kommt der nächste. Also, in knapp 44 Minuten. Es ist jetzt ungefähr halb. Ah, er hat den Block aufgelöst. Oh, jetzt kommt er rein. So, hat eine Verspätung von 3 Minuten. Wenn ich ihn sehe, werde ich abstempeln. Ich muss eigentlich wirklich schön durchfahren können. Muss ich nirgendwo abweichen. Da ist er und abgestempelt. Sah jetzt gerade für einen Moment so aus, als würde er da hinten anhalten. So, ciao, Kollege. Und einfach keinen Blödsinn da hinten machen. Der erste Zug. In einer Stunde und 40 Minuten. Ciao, mach's gut. Bye bye. Ja, das hast bestimmt alles super cool. Danke für alles. So, gehen wir in so einen Posten rein. Achso, jetzt sind wir hier draußen wieder. Hier rein. Okay, Bahnübergang ist am Durchdrehen. Ganz normaler Wahnsinn hier. Eine Rechtskurve da vorne, oder? Ja, ist eine Rechtskurve. Ja, gut.
Dann warten wir auf den nächsten Zug. Der nächste Zug, der kommt nämlich auch aus der... Ach, dieses Klacken, ne? Ich möchte lieber das Motorgeräusch als das Klacken. Bleiben wir lieber hier draußen. Der nächste kommt genau aus der gleichen Richtung. Der kommt von Lizizia und fährt dann nach Grabo weiter. Ja, okay. Dann würde ich sagen, mache ich mal hier wieder einen kleinen Cut, bis dann wieder soweit ist. Und jetzt passiert erstmal wieder nichts Spannendes. Bis gleich. So, finally, der letzte Zug soll kommen. Ich wurde gerade angefragt. Der hat über eine Viertelstunde Verspätung. Ich schreibe ihm gerade, check is free. Ich werde gleich mal sperren. Der hätte bei mir um 17:46 sein sollen. Und jetzt ist es 18 Uhr, eigentlich auch mein Schichtende. Und die nächste Station Grabo, wo er hin muss, ist auch gerade gegangen. Ich glaube, der Elki ist mit seiner Station nicht klarkommen. Der hat jetzt 3 Züge bei sich. Schon die ganze Zeit. Und er wird dann gefragt. Einmal so. Dankeschön. Auch für dich gehen wir gerade mal die Einfahrt. Und da müssen wir ihn fragen, ob er hier enden möchte. Oder... Also eben, ob er hier enden möchte oder ob er mit SZ in diese Offline gehen will. Wäre ich jetzt gemein gewesen, habe ich gesagt, jetzt 18 Uhr, Schichtende, ich gehe jetzt weg. Oh, Grabo ist wieder da. Ja gut, ich bin mal nett und mach das. Für euch ist es natürlich nicht das spannendste Video. Als Fahrdienstleiter. Ich meine, das waren jetzt effektiv 2 Züge. Wenn der zweite dann überhaupt ankommt. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass er hier bei mir im Offline reingeht. Aber ja, dann bin ich jetzt hier. Jetzt muss ich mal kurz in den OBS reinschauen. 2 Stunden gesessen. Und hab 2 Züge gekriegt. Wow. Das ist ein Achievement. Gut. SWDR, was möchtest du? Ah, nichts mehr. Dann mal kurz schauen. 55304. Ist der Zug. Ja, da steht immer noch. Ah ja. Na gut, ich würde sagen, für euch gibt es mal wieder so einen kleinen Schnitt, bis er denn da ist. Da stelle ich mich hier wieder hin. Ah. Habe ich jetzt eigentlich auch im Signal sehen können. Ne? Habe ich vorher gar nicht gesehen. Und ich glaube, wir stellen uns mal hier hin. So. Dass er dann ankommt. Sonst ist das jetzt langes Warten. Und der hat die. Der hat das Signal noch nicht mal gestellt. Oh, Elke at its best. Na gut. Kleiner Cut für euch. Bis gleich. Okay, liebe Leute. Schlechte Nachrichten. Es ist jetzt mittlerweile 18.17 Uhr. Wie gesagt, um 6.40 Uhr hätte er schon längst da sein sollen. Die Lizizia hat blockiert. Mehrere Stellwerke haben jetzt schon nachgefragt, was mit dem Zug jetzt los ist. Der Züger, der Elki, der gibt eine Rückmeldung. Ich habe den Zug auch direkt angeschrieben. Der schreibt auch nicht zu. Keine Ahnung, was los ist. Und ich habe jetzt keinen Stern mehr da, jetzt noch weiter zu warten. Also das ist schon 17 Minuten über meiner Zeit. Und ich möchte in ein anderes Stellwerk reingehen. Leider war es jetzt, ja, als Folge nicht das Spannendste. Wir haben einen Zug hier drin gehabt. Und der hätte gern mehr Verkehr gehabt. Aber das wollte leider nicht sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und... Ich hoffe, dass das nächste FDL-Video spannender ist, als wie bisher. Also das hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da unten einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet doch Mitglied vom Lion Squad hier auf YouTube. Und dann kriegt ihr die ganzen Folgen weit im Vorhinein, bevor es dann für alle veröffentlicht. Bis dann, ciao, bleibt gesund.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.